Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute spielen wir wieder Star Citizen und ich zeige euch mit dem One den Big Benny's Stonehenge. Ich zeige euch jetzt ein Bild davon, oben rechts. So sieht das aus. Und ja, wir fliegen jetzt auf bestimmte Koordinaten dorthin, weil sonst findest du es gar nicht in den ganzen Asteroiden und das ist bei Crusader drüben. Ja, dann blende ich euch jetzt mal die Koordinaten ein, wieder oben rechts. Dort müssen wir halt hinfliegen. Sind, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht offen. 641.000 Kilometer von Jela entfernt und dann 254.000 Kilometer von Grimax entfernt und dann halt noch die H-Alters. Das ist halt für die Höhe bestimmt, damit man nicht zu weit oben oder zu weit unten ist. Ja, dafür ist das eigentlich. Und wir sind hier mit der Origin X85 unterwegs. Schönes kleines Racership. Ja. Ich habe mir noch ein Knicklicht angemacht, so ein violettes, pinkes Knicklicht. Müsste man jetzt dann gleich sehen, weil ich habe in der Aufnahme vergessen, mein Mikrofon anzumachen und rede deswegen jetzt im Nachhinein. Ja, gut. Ja, und ich würde sagen, weil wir jetzt eigentlich noch eine ziemlich lange Zeit fliegen würden, gibt es einen Cut, habe ich die Aufnahme unterbrochen und ja, sehen wir uns gleich in der nächsten Szene wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben, wir glauben es zumindest, den Benny Stonehenge, Big Benny Stonehenge gefunden. Jetzt müsste man es, glaube ich, gleich sehen, dass so ein Steincluster mit einem Stahlteil. Und jetzt tauchen schon die ersten Lichter auf und die Automaten. Ja. Sieht eigentlich noch recht schön aus. War aber auch verdammt schwierig, das zu finden, muss man sagen. Der One ist die ganze Zeit geflogen. Ich nehme dran und habe ihm öfters mal geholfen, wegen den ganzen Koordinaten und alles. Ihr habt sie ja gesehen. Ja. Das sind alles diese schönen Big Bennies Automaten. Und ja. Wir versuchen jetzt irgendwo da zu landen. Und ich mache, glaube ich, einen Screenshot. Ja. Gut. Ich glaube, da können wir nicht landen. Das passt nicht. Ja, ihr wisst ja, dass ich es im Nachhinein mache. Ich bin schlecht darin. Ja. Das spiegelt auch alles. Sieht man, glaube ich, das Origin-Logo. Das hat auch die ganze Zeit gestört. Und da sind wir auf Stein aufgekommen und die Stimme von Origin sagt uns, dass wir gelandet sind. Irgendwie habe ich bis jetzt noch nichts von Geton gehört, aber hoffentlich funktioniert es dann im Video. Naja. Und den One können wir auch nicht hören, weil irgendwie funktioniert das halt das Ganze nicht mit meinem Videoaufnahme Zeug.
Da kann man halt nur Spiel hören und mich selber. Jetzt sind wir gelandet. Da sieht man noch das Origin-Logo. Und dann steigen wir auch aus. Nein, 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 doch nicht. Nur der One steigt aus. Darf ich auch aussteigen? Yay. Wir steigen auch aus. So, dann, da sehen wir es auch schon. Tut mir leid, mein Headset ist gerade ausgegangen. Autsch, das hat weh getan. Sind wir aufgekommen. Ja, schöne Generatoren, damit die Automaten auch Strom haben. Das war auch ein Easter Egg vor ein paar Jahren, ich glaube 2 oder 3. Ja, wurde halt nur reworked und gab es auch eine Mission für den Typen, der da unter dem Automaten liegt. Ja, da kann man auch sterben, wenn man drunter kriecht. Und dann sehen wir dort noch eine Sprühdose mit grünem Zeug. So, noch die letzte Ehre erweisen. Salut. Da sehen wir die besprühten Big Benny Automaten mit Big Business. Der. Mit der Punkt. Nein, nein, ich sag nichts. 3.10 ist ja eigentlich noch nicht draußen, deswegen, sobald es kommt, machen wir ein Video drüber. Und sonst sehen wir uns irgendwann wieder. Weil ich gehe dann halt noch in die Ferien und so. Ja. Da könnte man noch schön so einen Tanzwettbewerb machen. Nur haben dort die Emotes nicht ganz geklappt. Sollte, glaube ich, ein Klatschen-Emote gewesen sein. Hat wohl nicht funktioniert. Ja, schade. Und dann sehen wir gleich auch noch die Kästchen mit den Nudeln von Big Bennys. Und das sollte ja irgendwann auch noch kommen, dass dann halt so Nudeltransporter kommen von Big Bennys. Und ja, da versuche ich gerade die Mission zu bekommen, obwohl die schon so 2, 3 Jahre entfernt war. Tja, auf jeden Fall, das kommt dann irgendwann, dann können wir uns Nudeln bestellen und dann kommen die schön mit ihren Transportern zu uns und geben uns die Nudeln und die können uns dann reinziehen. Ja, gibt auch ein Video von CIG, wie sie das so machen. Und da wir jetzt eigentlich auch schon fertig sind, alles gesehen haben, würde ich sagen, dass wir uns verabschieden. Bis bald. Und lasse ich euch allein mit den letzten Fotos. Euer Belliona.